Der 100. Deutsche Katholikentag hat am Freitag in der Leipziger Kongresshalle am Zoo den Aggiornamento-Preis 2016 verliehen. Der erste Platz ging an das integrative Musikprojekt Das Schaf gewinnt, der Bremer Kinder- und Jugendkantorei. Hier werde musikalisch anspruchsvolle Arbeit mit der Erziehung zu sozialer Verantwortung verknüpft, begründete die Jury die Auszeichnung. Als zweiter und dritter Preisträger wurden der Arbeitskreis Asyl Maintal und das Nachtcafé Dresden, eine Initiative für Wohnungslose, geehrt. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Großen Applaus der mehreren hundert Galagäste fand der Auftritt der frisch gekürten Miss Germany, der nordrhein-westfälischen Religionslehrerin Lena Brödel. Sie stellte ihr neues Buch »Das Schöne in mir« mit Glaube zum Erfolg vor. Darin schreibt die Lehrerin auch darüber, wie Schönheit, Kirche und Glaube für sie zusammenhängen. Ich habe, bevor ich überhaupt Theologie studiert habe, schon den Misswein teilgenommen. Das heißt, es war mein vorheriger Wegbegleiter und dementsprechend habe ich auch nicht damit aufgehört, sondern das hat mich auch auf dem Weg weiterhin immer begleitet und dementsprechend habe ich also meine erste Wahl schon zur Schulzeit gemacht, dann über Studium hinaus und jetzt sogar bis ins Referendariat hinein. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es gibt für mich persönlich keine konkrete Definition, weil für jeden Menschen ist ein anderer Mensch auch schön oder andere Dinge sind schön. Und für mich hat Schönheit aber doch viel auch mit Charakter und Persönlichkeit zu tun, denn es gibt viele, die nach außen heraus was ausstrahlen, aber von innen dann doch nicht so den besten Charakter zeigen. Also ich finde, von einem Katholikentag aus sollte man ein großes Zeichen setzen, indem wir uns gegenseitig akzeptieren und tolerieren. Jeder Einzelne, egal auf welche kulturellen Hintergründe, religiösen Hintergründe dahinter stecken, sondern so, dass jeder so angenommen wird, wie er ist. Der Berliner Erzbischof Heiner Koch und Bundestagspräsident Norbert Lammert würdigten die Vielzahl des ehrenamtlichen Engagements. Bundesweit seien mehr als 20 Millionen Menschen unentgeltlich engagiert, sagte Lammert. Unsere Gesellschaft sähe ganz anders aus, wenn es dieses sehr oft im Stillen geleistete Engagement nicht gäbe. Der Aggiornamento-Preis wird vom Zentralkomitee der Deutschen Katholiken gestiftet. Er wurde erstmals beim 98. Katholikentag 2012 in Mannheim vergeben.